Hallo und herzlich willkommen bei Nakazato 74. Ich bin hier weiter mit Inesia, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ich bin nicht groß, ehrlich überlegen. Was war das? Ist da was? Was war das Fenster? Also ich bin nicht so groß. Vielleicht nicht an. Ich muss überlegen und einfach weiterspielen. Ich wollte immer diese Schilder zu lesen. Okay, dann schaue ich erstmal hier. Was? So. Nicht. Kiste. Was spielt da? Klavier? Das war merkwürdig. Da hat jemand Klavier gespielt. Ich spiele da nichts mehr. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the wards. We should reinforce weak structures. The ground will tremble, and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, here, and there. Let's get the servants working on it. Okay. Euch kann ich nicht anmachen. Das war ja voll. Ich hatte ich was übersehen. Ah, jetzt komme ich nicht zurück, okay. Alles klar, das ist ein schönes Spiel. Was war's jetzt dann? Nichts. Ich weiß schon, was hier ist. Nichts. Zünderbüchse. Ich glaube, das werde ich sehr oft gebrauchen, wenn ich es schon so oft bekomme. Dann nehme ich dich mit. May 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Jetzt muss ich dorthin locken, ne? Was, wenn ich nicht dorthin gehe?
Gott, ich gehe mit schwer in die Dunkelheit hinein. Er kann nur durch. Keine Laterne? Ja, kann ich den Zustand kann ich auch nicht schon. Ich kann nur dorthin gehen. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. Ja, schon klar. Schau doch nach hinten, du. Ich kann nicht nach hinten schauen. So, jetzt. Der hebt sich von selber. Ich hab Maus in der Hand. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Kann ich jetzt da durch? Nein. Zwar zipfel ich aber nicht mit der Hand. Ich will nicht über den Logik sprechen. Seit wann ich ein Buch härter als die Frust eines Mannes? Was? Nein, ich will nicht. Ich will nicht schon wieder. Ich mach sowas nicht. When you activate the first one, you hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, then. Es gibt eine Art geheime Mechanismus in der Tür zum Geschichtsraum. Okay. Aber das ist... Hat sie den Geräusch gehört? Das kommt von hier. Kaputt. Wieso bewege ich meinen Kopf dabei? Ja, sicher. Geh kaputt. Wisst ihr das? Na, vergiss es. Ergibt keinen Sinn irgendwie. Bleib da stehen. Ich hab da Monstergeräusche gehört. Ich weiß, das kam aus dieser Tür. Das kam aus dieser Richtung. Warte, da sehe ich doch was. Hinter diesem Tier. Da leuchtet was. Wie riecht es? Bist du Hebel? Vielleicht nicht. Altstadt und Schloss Brandenburg 1801. Der sagenumwobene Ort Altstadt liegt mitten in den Wäldern. Ostpreußens. Seit Jahrhunderten schon umgeben Geschichten des Dörfchen und das benachbarte Schloss Brennenburg. Die ruhige, bewaldete Berge
mit ihren dazwischenliegenden Seen bieten einen wundervollen wunderlichen Anblick. Dennoch dieser Ort wird von der Dunkelheit heimgesucht. Aberglaube hat sich unter den Einheimischen weiter verbreitet. Und den Durchreisenden bieten sich hier bei Gesprächen mit den Bewohnern zweifellos einen aufregenden Unterhalt. Alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen. Der Rest ist etwas, das sich in allen wiederholt. Die Geschichte reicht zurück bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges und sagt, dass Soldaten, die ihre Dienste aufgegeben hatten, sich im kalten, dunklen Wald verliefen und dazu verdammt waren, für immer durch die Waldgründe zu streifen, ihre Körper von ihren verlorenen Seelen gefertigt, entstellt, sich und ihre Wesen veränderten sich. Gut, ich überspringe jedes Mal die Zahlen. Im Laufe der Jahrhunderte wurden sie oft gesehen und man beschreibt sie als grauliche Wiedergänge. Sie ziehen still durch die Unterholz und schauen vor jedem zurück und diese. Ich brauche Brille. Gut, ich lese es nicht ohne Brille, kann ich es nicht, richtig? Ich verstehe nur die Stimmung. Ihr könnt hier weiterlesen. Oder immerhin so. Ich werde in die Beschreibung schreiben, ob ich es lesen soll, weil ohne Brille vertausche ich mich immer mit dem Zeilen und so. Baron aus Age of Legends. Ich hätte gedacht, dass man ihn hier findet. Kann ich den Kamin anzünden? Das wäre genial. Geil. Dann müsste ich hier... Ich müsste hier vergasen. Warte mal. Ich hab doch die Tür gesperrt gehabt, da kann er doch nicht durchkommen.
Kopfschmerzen. Alles ist gut. Ich weiß, wo wir sind. What the fuck? Da war einer. Wow. Ich bin doch nicht bekloppt und renne es dorthin. Stuhl, schau nach. Warte. Ist der schnell genug als ich? Weil wenn nicht, dann habe ich... Okay, ich probier's mal. Auch wenn ich ziemlich Angst habe. Ich werde es probieren. Ich würde jetzt alles sagen, Augen zu und durch, aber wortwörtlich Augen zu und durch, weil ich meine Augen schließe und durchrennen will. Ach komm, es ist echt kein Memme, ich laufe jetzt durch. Ich sollte bitte neu starten an die dunklen gewölbten Decke. Scheiße, es gibt doch Monsters hier. Okay, keine Rückmeldung wieder. Normal bei mir. Alles ist gut. Der Kopf brennt und die Hände zittern. Nicht nur bei dir. Ich kann da nicht durch. Schau mal, wie der atmet. Stecht euch durch mit irgendwas. Gut, ich hab Schlüssel, aber für was hab ich Schlüssel? Kann ich den Schlüssel benutzen? Gibt's irgendwo im Inventar? Nee. Auf dem Schild steht Weinkeller. Und wo ist Weinkeller? Hier etwa? Labor. Oh mein Gott, da will ich nicht wissen, was da ist. Wir haben ja verfolgt. Den Monsters. Bitte, erscheine kein Monster. Mein Kind. Hört sich nicht gut an. Das ist ein bisschen betrunkene Monster. Ja, keine Rückmeldung immer noch, also was kann ich dazu sagen? Ein ziemlich großer Raum kann ich dazu sagen. So, ich beende meinen Part hier. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und jetzt werdet ihr schon freuen. Und ihr wisst schon, was passiert, aber ich weiß es nicht, weil ich noch ungespoilert bin. Ich hoffe, das bleibt auch. So. Wir sehen uns dann mal. Adieu.